Hey und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo zu dem Thema Bero 4, dem Varo-Projekt von mir. Und ja, ihr habt jetzt drauf gewartet und ja, ihr habt noch Chance, euch zu bewerben. Denn heute ist die Bewerbungsphase und sie endet spätestens in 3 Wochen, sagen wir mal so. Keine Ahnung, nee, früher, keine Ahnung, weiß noch nicht. Mal schauen, auf jeden Fall wird das Varo-Projekt noch diesen Monat im Dezember starten. Und ja, Leute, diesmal müsst ihr aber ein paar Bedingungen folgen. Erstens, ihr müsst Zeit haben. Ihr müsst mindestens 3 Folgen die Woche hochladen. Ihr müsst in 60 FPS aufnehmen, beziehungsweise 30, sobald es muss so flüssig laufen. Es muss eine gute Audioqualität sein, also nicht überdurchschnittlich, aber sie muss in Ordnung sein. Man muss halt jemanden verstehen, also beziehungsweise ich bin auch mit dabei. Ja, das hatte ich ganz vergessen, Flo mit dabei am Start. Ja, also man muss halt ganz simpel halt, man muss ihn halt gut verstehen können. Man muss dich gut verstehen können, wenn du teilnehmen willst. Man soll jetzt irgendwie nur Rauschen hören oder so. Ja, wie gesagt. Ja, auf jeden Fall wird eine Folge 15 Minuten gehen. Entschuldigung. Und ja, Leute, ihr müsst am Start da sein. Und ihr werdet euch anmelden mit Ingame-Namen von euch beiden. Also von dir und deinem Mate, euren Teamnamen. Und ihr dürft weder noch euren Teamnamen noch eure Ingame-Namen ändern. Wenn ihr das tun solltet, seid ihr automatisch raus, da gibt's nicht, ey, ich habe meinen Namen geändert, kannst du das ändern? Dann seid ihr raus, weil letztes Mal gab's so viel Stress mit Namensänderungen, dass ich so viel ändern musste, dass das Plugin durchgespackt hat. Also Leute, Name, zack, nicht mehr ändern. Nach dem Varo-Projekt könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber wenn ihr teilnehmen wollt, ändert euren Namen bitte jetzt und nicht mehr danach. Und ja, wenn ihr euch beworben habt mit dem Namen, mit dem ihr auch spielen werdet, ich werde nichts ändern, keine Teamnamen ändern. Euer Teammate muss Zeit haben. Diesmal wird keiner nachjoinen. Das heißt, wenn euer Mate keine Zeit hat, müsst ihr alleine starten. Nachjoinen ist nicht. Also maximal, sagen wir maximal 3 Leuten oder so Ausnahme. Aber ich werde jetzt nicht wieder 10 Leute nachjoinen lassen. Das könnt ihr echt nicht erwarten. Und es werden diesmal mehrere angenommen, Leute. Aber wenn ihr euch jetzt bewerbt, jetzt unten eben in die Beschreibung gucken, da stehen Regeln und Formular. Jetzt bewerbt, dann habt ihr eine gute Chance dabei zu sein, denn die ersten 40 Leute sind ganz sicher drin. Und ja, alle danach, die sind auch höchstwahrscheinlich drin. Wenn einer von den 40 Teilnehmern, was höchstwahrscheinlich sein wird, nicht kommt zum Start, dann seid ihr automatisch drin und ihr müsst halt mich auf Skype adden. Ich packe alle Leute in eine Konfi, die dabei sind, ganz sicher. Und wenn diese dann keine Zeit haben, kicke ich sie wieder und hole euch rein. Und ich werde das nicht nach Freunden oder so machen oder bitte, Bame. Ich werde es einfach machen nach dem Schema, wer sich zuerst beworben hat. Und ja, Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, dass ihr drankommt. Also ihr seid, wenn man sich bewirbt, man ist eigentlich automatisch dabei, sobald man einen Kanal hat. Gute Audio, gute Videoquali. Und ihr müsst auf jeden Fall alle Folgen hochladen. Denn es wird auf jeden Fall so sein, wenn ihr in einer Folge nicht 3 Folgen mindestens hochladet, oder vorproduziert, unerlaubt, seid ihr raus. In einer Woche, mein. Ja, ja, nicht am Tag, in einer Woche. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich nehme jetzt 2 Folgen auf, also man darf maximal am Tag 2 machen, dann sage ich, ich nehme jetzt 2 Folgen auf und morgen mache ich nochmal 2 und danach nochmal und dann lade ich 3 hoch. So geht's nicht, Leute. Wenn ihr aufnehmt, müsst ihr auch hochladen, denn sonst könnte man ja 19 Folgen vorproduzieren, versteht ihr? Das heißt, ihr dürft am Tag 2 machen, aber dann müsst ihr am nächsten Tag 1 hochladen. Ansonsten dürft ihr nur 1 pro Tag machen. Diejenigen, die vielleicht nicht so viel Zeit haben, können gerne 1 am Tag machen. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt sage, ich mache 1, es sei denn, ich habe 1 hochgeladen. Man darf aber auch nicht sagen, ja, lade 2 hoch und darf am nächsten Tag nochmal 2. Ihr dürft maximal nur 1 am Tag hochladen. Ja, Leute, auf. Ja, das ist halt einfach so, dass die 2 Folgen ist halt eigentlich einfach nur zum Vorproduzieren für den nächsten Tag. Voraussichtlich wollten wir eigentlich ja nur 1 pro Tag machen, aber wir haben so nach dem Bero 1 Schema haben wir uns entschieden, eigentlich so, ja, dass wir maximal 1 vorproduzieren. Und ja, ich finde die Regelung eigentlich richtig gut und ja, Gruppe wird es halt geben, da werden halt auch gewisse Leute sich drum kümmern, wie ich und der liebe Coldplays, weil Marvin halt sehr mit dem Server und anderen Sachen halt auch beschäftigt ist und das alleine nicht so in den Griff kriegt. Und da helfen wir ihm einfach ein wenig.
Ja. Ja, genaueres wird dann in der Gruppe beschrieben und ich gehe wieder fertig weiter. Ja. Und Leute, ihr dürft auf keinen Fall respektlos sein, beleidigen oder rumflamen, wenn ihr tot seid. Denn ich meine, es ist nur ein Spiel. Es kommen ja mehrere Warp-Projekte. Und wenn ihr einmal drin wart, habt ihr immer die höchste Chance, nochmal dabei zu sein. Weil ihr meistens immer dann eine Information kriegt, weil die meisten dann ja meinen Kanal kennen, wann ja dieses Warp-Projekt die nächste Staffel sein wird. Auf jeden Fall, Leute. Der Start, den wir nehmen das jetzt gerade auf, den Start wissen wir noch nicht, aber wenn ihr jetzt einmal in die Beschreibung guckt und ins Formular drückt, ja, da wird stehen, wann der Start ist. Ihr müsst wissen, dass ihr da ganz sicher Zeit habt. Wenn ihr da keine Zeit habt, dann sagt das bitte vorher. Das wäre nett, wenn nicht, auch nicht schlimm. Also wäre halt schon kacke von euch, aber ich denke mal, die meisten sind zu fair und würden das dann sagen, damit andere Leute teilnehmen können. Auf jeden Fall, ja, wird das diesmal echt ein anderes Plugin erstens sein. Zweitens wird es koordiniert ablaufen. Und ja, es werden keine Fehler diesmal kommen. Ich habe mich diesmal mit dem Plugin extrem, extrem lang durchgelesen. Das in der langen Pause von Bero jetzt. Und ja, Leute, wir wollen mindestens 40 Teilnehmer haben dieses Mal im Projekt, die ganz sicher am Start da sind. Deswegen nehmen wir diesmal mehr Anmeldungen an und tun sozusagen in Anführungsstrichen eine Warteschlange erstellen. Nur werdet ihr höchstwahrscheinlich, wenn ihr euch jetzt schnell bewerbt, drankommen. Ja, und wenn jemand rausgeht, wird automatisch der, der sich als nächstes beworben hat, von der Zeit her, also ich werde das nicht nach, wie gesagt, ich werde es nicht machen, weil ich den mehr mag oder so, kommt dieserjenige rein. Ja, und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann bewerbt euch, lasst eine positive Wertung da, schaut bei Flo vorbei und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach am Start und ich wünsche euch viel Glück. Bye.